Commander zum Forschungslabor. Beeindruckend, nicht wahr? Er kann unglaublich viel Energie erzeugen. Und er ist für Menschen völlig harmlos. Wenn man das nur auch vom Rest der Alien-Technologie behaupten könnte. Commander, Dr. Richard Tigan, Wissenschaftsoffizier. Ich bin für unsere gesamte Forschung hier verantwortlich. Und auch für die Operation, die Sie kürzlich durchgemacht haben. Das ist mein Labor, wenn man so will. Ich weiß nicht, was Central Ihnen gesagt hat, aber wir fanden etwas, als wir Sie aus dem Alien-Stasis-Anzug holten. Ein Gerät, das in Ihren Okzipitallappen implantiert war. Wenn ich Zugang zur Ausstattung hätte, die mir während meiner Zeit bei Advent zur Verfügung stand, wüsste ich bereits, wie es genau funktioniert. Aber mit etwas Zeit und Ihrer Zustimmung, Commander, werde ich es herausfinden. Was mich gleich zu einem weiteren Punkt bringt. Auch wenn Teile dieser Einrichtung echt beeindruckend sind, bin ich nur ein Mann. Mit zusätzlichem Personal und mehr Ressourcen könnte ich das Tempo unserer Forschungen erheblich beschleunigen. Bis dann, Commander. Commander, auf Ihren Befehl werde ich den Advent-Chip nach möglichen Erkenntnissen bezüglich seiner Funktion erforschen. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Diese Forschung wird Tigan eine Weile beschäftigen. In der Zwischenzeit sollten Sie der Waffenkammer einen Besuch abstatten. Commander, zur Waffenkammer. Commander, Jane Kelly hatte großen Anteil am Einsatz zu ihrer Befreiung. Sie hat ausreichend Erfahrung für eine Beförderung gesammelt. Darum sollten wir uns jetzt gleich kümmern. Der Ranger ist unsere wichtigste Aufklärungseinheit. Er kann sich unabhängig in Verborgenheit bewegen und Gegner im Nahkampf angreifen. Das war ein guter Start. Unsere Truppen werden immer stärker, je mehr Erfahrung sie sammeln. Commander, auf die Brücke. Ich habe Sie gehört, Shan. Wenn wir das Ding kriegen, erfahren Sie es zuerst. Nicht autorisierte Präsenz entdeckt. Commander! Einen Moment bitte. Echelon-Protokoll ausführen. Achtung! Wechsel des Kommandos bestätigt. Ich wünschte, es wäre ein wenig feierlicher, aber wir haben es geschafft. Eine lokale Widerstandszelle hat diesen Hybrid-Magnet-Energiewandler ausfindig gemacht, den Shen unbedingt haben will. Sie haben das Gerät zu einem Advent-Konvoi in der Nähe zurückverfolgt und versuchen einen Angriff. Wenn wir diesen Wandler heil hierher schaffen, könnten wir hier alles zum Laufen bringen und den Aliens endlich einen richtigen Krieg bieten. Ein Trupp ist bereit und kann auf Ihren Befehl loslegen, Commander. Geben Sie einfach den Befehl.
Kommunikation zu den Widerstandstruppen in diesem Gebiet ist erloschen. Das kann nur eins bedeuten. Diese Menschen haben alles geopfert, um uns diese Chance zu ermöglichen. Wir müssen diesen Wandler um jeden Preis bergen. Commander, ich habe das Gerät gefunden, aber es scheint, als wäre es im Kampf beschädigt worden. Die Energiewerte spielen verrückt. Uns bleibt wohl nicht viel Zeit, es explodiert. Shen arbeitet an einer Möglichkeit zur Stabilisierung des Dings. Aber dafür müssen wir nahe genug ran, um auf seinen Kern zugreifen zu können. Bleiben Sie im Schatten, bis wir die Lage geklärt haben. Verstanden. Schon unterwegs. Wird erledigt. Los geht's. Die Advent-Offiziere scheinen fähiger als die normalen Fußtruppen zu sein. Wir wissen aber nicht, ob es an der Ausbildung oder der Gedankenkontrolle liegt. Commander, wir haben die Chance, Ihnen richtig weh zu tun. Stellen Sie sicher, dass wir unseren Vorteil optimal nutzen, bevor Sie den Kampf eröffnen. Okay. Aus.
rücke aus. Ziel lokalisiert. Okay, Sie sollten die Sicherheitsprotokolle dieses Dings hacken können, um es zu stabilisieren. Shen lädt gerade den Code hoch. Biete Feuerschutz. Bestätigt. Rücke aus. Begebe mich zur Zielposition. Feindliche Einheiten entdeckt. Bestätigt. Begebe mich zu dieser Position. Los. Okay, bin unterwegs. Bestätigt.
Bestätigt. Überwachung läuft. Wechsle Position. Deckung ist aufgeflogen. Diese Einheiten bilden den Großteil der Advent-Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind gut ausgerüstet, aber ihr Gehorsam macht sie berechenbar. Jawohl! Ranger verfügen über einzigartige Ausrüstung für den Nahkampf. In der richtigen Situation können sie extrem effektiv sein. Wird erledigt. Vernichtet! Werde beschossen! Das ist nicht richtig! Oder gut das? Kommando,
uns läuft die Zeit davon. Wenn wir den Wandler nicht bald stabilisieren, kehrt heute wohl niemand mehr zurück. Wir erleiden schwere Verluste. Wir sollten unser Vorgehen überdenken. Okay, nicht erwischt. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Zone! Commander, der Wandler steht kurz vor dem Zusammenbruch. Er wird explodieren. Waffe leer! Sie ziehen sich zurück! Vorrücken!